Dieser Baum in Florida war das Zuhause für diesen Leguan. Und er wird es vermutlich auch wieder sein, sobald es wärmer wird. Auch wenn er aussieht, als wäre er tot, ist er eigentlich noch sehr lebendig, befindet sich aber in einer Art Kälteschlaf. Der US-Bundesstaat Florida ist bekannt für seine milden Winter, doch so kurz vor Weihnachten kommt es aktuell zu frostigen Temperaturen. Für die Leguane ist das nicht sehr angenehm. Liegen die Temperaturen unter 4 Grad Celsius, verfallen sie in einen tiefen Schlaf und damit in eine Kältestarre. Da sie häufig in Bäumen zu Hause sind, fallen sie dann auch herunter. Genau davor warnt nun der Nationale Wetterservice. Für Weihnachten werden kältere Temperaturen erwartet. Niedrige Temperaturen und fallende Leguane sind möglich. Bleiben Sie mit den Prognosenänderungen auf dem Laufenden und bleiben Sie warm. Während einer Kältewelle im Januar 2018 fielen schon einmal viele Leguane von den Bäumen. Auch Anfang 2020 trugen viele Menschen in Florida die Leguane zum Aufwärmen in die Sonne.